Jo, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play Blade and Soul. Und wir waren ja hier im Kloster stehen geblieben und haben ja ein paar Aufgaben noch zu erledigen. Das heißt, Aufgaben noch zu erledigen, die draußen stattfinden. Erstmal werden wir nochmal gucken, was es jetzt da unten gibt. Aber das sieht aus wie Daily. Renn. Du musst laufen, Mädchen. Laufe, laufe, lauf. Jawohl. Ich gucke mir die Nummer an, was es ist. Ich möchte ja eigentlich eher storytechnisch ein bisschen vorankommen. Und ich habe meinen ersten Freund im Spiel. Jetzt muss ich mal gucken. Tatsächlich, der mir auch netterweise ein paar. Wo kann man ja seine Freunde angucken? Ich bin zu blöd. Der mir netterweise auch sogar mal ein paar Infos gegeben hat, wie ich skillen könnte, sollte. Und wie man auch das Batayotsu umstellen kann. Ganz interessant. Da. Hallo, Dramonir. Ja. Das werden wir auf jeden Fall mal alles testen mit den Skillen. Achso, ich muss hier rein. Und ich werde das auch einfach mal, ich werde seine Tipps natürlich beherzigen und das auch einfach mal ausprobieren. So, was darf man hier bei dir tun? Es tut mir leid, doch die feinen Delikatessen bereiten derzeit nur Gerichte zur Abholung vor. Vor ein paar Tagen gab es eine große Kneipenschlägerei. All unsere Teller und Tassen sind in Scherben. Und er meint auch, ich soll mehr blocken. Ja. Das ist immer so ein Ding bei mir, ne? Normalerweise könnten wir von den magischen Pötten neuer erhalten, doch die sind damit beschäftigt, das Brennofenfest vorzubereiten. An wen hätten wir uns also wenden sollen? Wenn nicht an die Potthunde der Tönnernen Tatze. Die schienen geradezu erpicht darauf, uns zu helfen. Doch als wir sie bezahlt haben, haben sie uns angegriffen und sind abgehauen. Jetzt haben wir weder Geschirr noch Geld, um Neues zu kaufen. Doch ich habe einen Plan. Die Tönnerne Tatze hat einen Vorrat an Töpferwaren in ihren Töpfchenbau. Wenn ihr für eine Ablenkung sorgen könntet, prügelt einfach ein paar von ihnen oder so. Dann würden meine Kameraden von den feinen Delikatessen ihr Lager ausräumen. Na klar, machen wir doch gerne. Wir müssen ja sowieso in so eine Höhle da. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Oh, Boss. Es stimmt mich traurig, dass wir. Sorry. Dass wir beide die Insel Songshu nur in ihren jetzigen Zustand sehen können und nicht, wie sie einmal war. Ich habe heute einen Frosch im Hals. So. Meine Familie hat schon seit Jahrhunderten hier gelebt und auch wenn sie noch schön ist, sagen alle, dass sie wirklich zum Negativen gewandelt hat. Entweder war Songshu einst ein riesiger Wald, die Bäche waren Flüsse und voll mit glücklich springenden Fischen, überall gab es Hirsche und Bulbari, jetzt haben wir nur noch Pilze und Nesselkäfer. Doch das war, bevor die Potthunde der Tönnernen Tatze sich hier niedergelassen haben. Zudem müssen wir nämlich jetzt. Sie kamen wegen den ausgezeichneten Tonen nach Songshu, doch als sie hier waren, veränderte sich die Insel. Die Tönnerne Tatze begann damit, Dämme zu bauen, um mehr Ton herzustellen, Bäume zu fällen, um ihre Öfen zu beheizen und sie lassen Pigmente und Lasuren in den Flüsse, in die Flüsse und den Erdboden gelangen. Das ist ja schrecklich. Ich weiß, die Insel Songshu wird vermutlich nie wieder wie früher sein, außer vielleicht, wenn wir Wufu davon überzeugen könnten, dass es sich nicht lohnt, hier zu bleiben. Würde es vielleicht helfen, wenn wir ihn besiegen und seinen Farbkrug stehlen würden. Wufu ist der Anführer des Töpfchenbaus. Wenn ihr ihn besiegt und seinen Krug nimmt, wird er sicher seine Potthunde zusammenberufen und verschwinden. Könnt ihr ihn schlagen, Krieger? Ich zweifle nicht an euren Fähigkeiten, doch wenn ihr ihn konfrontiert, solltet ihr vielleicht ein paar Freunde mitnehmen. Naja. Ist keiner online. Wir versuchen es mal wieder solo. Hat ja bis jetzt irgendwie immer geklappt. Weil irgendwie sind wir ja doch. Aber doch mehr Power, als ich mir selber zugetraut habe. Und wir sind auch schon wieder bald Level up. Ist das geil, ey. Wir kommen ja 20 näher. Das ist jetzt mein Ziel in dieser Session ja eigentlich. Und ich bin mal gespannt. Oh, fuck. Ja, das ist ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Moment mal. Moment mal. Das blutet der Drachen. Wir geben euch den Drachenbruthöhle. Beim Wettermist. Achso, das ist der Pavillon. Okay, wie kommt man in diese Höhle? Ist das die da unten? Rennen wir mal. Weil wenn, dann erstmal in die Höhle, ne?
Wow, ich lege. Ein wenig. Ich muss erstmal wieder viel laden. Hat ja wieder ein Update heute gehabt. Boah, ey. Die Updates, also bei Blade of Soul, wenn man da ein Update hat, das ist schon nicht lustig, ne? So, haben wir da eigentlich nur eine Mission oder haben wir da mehrere gleich? Oh, Ladebildschirm. Ja, wenn man da ein Update hat, das ist immer echt gruselig, muss ich sagen. Weil er lädt ja nicht nur runter, installiert ja nicht nur. Nein, er macht ja dann nochmal einen Datenabgleich. Und manchmal geht dieser Datenabgleich recht fix, da geht es dann gigabyte-mäßig voran und manchmal gar nicht. Was heißt das Herz? Dachenspule. Dachenspule. Okay. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht voll auf die Fresse. Ne, sieht gut aus. Was ist das denn? Das werden wir hoffentlich gleich erfahren, ne? Hi. Harpoon kam her und hat versucht, die Drachenspule zu verwenden. Er hat es nicht begriffen, hat sie getreten. Der ist nicht gerade heller, aber er denkt, er wäre der Klügste. Was ist eine Drachenspule? Wie sieht sie aus? Es ist ein Nairo-Relikt. Mein Großvater hat mir gesagt, dass die... Achso, ein Nairo-Relikt. Dass die Nairo sie an Orten aufgestellt haben, an denen Krieger ausgebildet und Schlachten ausgetragen werden. Dieser trottelige Orpun hat es nicht begriffen, doch es ist ganz einfach. Ich bin überrascht, dass er sie nicht aus Versehen aktiviert hat. Wollt ihr lernen, wie man sie bedient? Oh, klar. Gut, wisst ihr, langsam entwickle ich mich zu einem guten Lehrer. Vielleicht werde ich irgendwann noch wie Großvater Cho sein. Also, ihr müsst Folgendes tun. Steht nahe der Vorrichtung und drückt die F-Taste. Und dann? Ich möchte gerne wissen, was da passiert. Oh. Was heißt das? Benutzt diesmal die neben mir. Jetzt haben wir zwei Herzen voll. Das bedeutet jetzt was? Fühlt ihr euch anders? Vielleicht ein bisschen stärker? Habt ihr das Herzsymbol neben eurer Trefferpunkten gesehen? Hat es sich rot gefärbt? Das ist das Drachenblutherz. Wenn es rot ist, ist es mit Drachenblut gefüllt. Klingt ekelhaft, aber ist wirklich, wirklich nützlich. Ich würde es euch ja erklären, aber ich glaube, ausprobieren macht mehr Spaß. Okay, schließt eure Augen und gebt mir eure Hände. Ich werde euch ein Geschenk geben. Was? Ich will die... Ach so. Ich habe auf die Schnauze bekommen. Das kassiert quasi erstmal meine... Jetzt kann ich das nicht mehr verwenden. Toll. Danke, du hast das einfach verbraucht. Euch geht es gut, nicht wahr? Obwohl ihr in der Luft gesprengt wurdet, seid ihr noch immer am Leben. Das ist die Magie des Drachenbluts. Wenn ihr nicht euer Drachenblutherz gefüllt hättet, wärt ihr tot. Und dann müssten wir alles aufwischen. Warum bin ich nochmal am Leben? Habt ihr bemerkt, dass das Drachenblutherz nun leer ist? Das Drachenblut hat euch beschützt. Wenn ihr erneut wiederbelebt werden wollt, müsst ihr erst wieder eines eurer Herzen füllen. Ihr könnt sie nur einmal auffüllen, wenn ihr ein Verlies betretet und wenn ihr wieder geht. Verschwindet das Herz. Okay. Ich weiß nicht wieso, Großvater Cho hat es mir einmal erklärt, aber da habe ich nicht zugehört. Oh, aber ich habe mitgekriegt, dass er gesagt hat, dass man Nairo-Münzen benötigt, um sie zu bedienen. Also bringt auf jeden Fall Nairo-Münzen mit, wenn ihr Drachenspulen verwenden wollt. Das kostet das auch noch. Das ist ja Wucher. Ich hoffe, dass die Drachenspulen euch helfen. Ich... Buna und Großvater Cho drücken euch die Daumen. Sterbt nicht, in Ordnung? Alle klar. Läuft bei euch. Wie bin ich jetzt hier reingekommen? Und Ladebildschirm. Ja, ich wusste es. Aber geht ja relativ fix. Yunma Fee. Ich muss mit dem Bagur auch mal wieder ein bisschen... arbeiten, aber da muss ich erstmal wieder gute bekommen. Gar nicht so leicht. Hallo. Kann man eigentlich, das wollte ich ja eigentlich auch mal ausprobieren. Ich brauche mal meinen Charakter. Ach Quatsch. Nein, ich brauche mein Inventar. Okay, die werden mir also hier alle so... Kann man die ja einsetzen, ne?
Okay. Naja, werden wir schon irgendwie nochmal kapieren. Gut. Brauchen wir euch. Dann mal weiter. Rennen wir mal da hinüber und gucken mal, was uns da so alles erwartet. In diesem komischen Tal. Ich schätze, ich gehe Käfer kämpfen. Ich möchte gerne nur das bekämpfen, was wir auch brauchen. So, was haben wir hier? Das ist also so ein Potthund. Okay. Na dann mal. Wow, das war jetzt echt ein bisschen lecky. Wow! Die Bomben sollte man nicht unterschätzen. Ist erstmal Mädchen. Ist, um Himmels Willen, ist. Alter! Wo ist mein Drachenblut? Ich will mein Drachenblut. Gib mir mein Drachenblut. Blade and Soul Skyrim läuft. So, da ist noch so ein Potthund. Der lässt einfach Bomben fallen, die Drecksau. Pilz. Nam nam nam. Alles mit den Bomben ist mies. Finde ich nicht lustig. Die Potthunde sind auch echt ein bisschen ätzend. So, dann gucken wir mal, was wir da hinten haben. Ne? Wir sollen ja hier irgendwas. Wie komme ich da rüber? Kann ich einfach. Ja, funktioniert. Kanove. Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Hey, ich hab Glocken gemacht. Hat nicht geklappt. Ich muss aufpassen wegen diesen blöden Bomben, ne? Achso. Lecker Pilz. Da hinten ist noch was. Kommt man natürlich nicht durch. Geh weg! Meins! Netter Versuch. Moment. Was ist denn hier eigentlich? Bayong, wer ist Bayong? Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Ich will doch gar keinen Gegenstand benutzen. Ich bin heute wirklich ein bisschen sehr laggy, muss ich sagen. Ich kann keinen Pilz hinterlassen. So, was haben wir hier? Weggefetzt und da war wieder das Blocken natürlich nicht. Ohne Blocken geht's doch. Auch. Aber ich krieg natürlich ordentlich aufs Maul, ne? Kann ich irgendwas mit dem Vogel machen? Der saß da so provokant. Das ist also der Töpfchenbau, das macht seinen Namen alle länger. Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Kleiner Penner. Kleiner Penner. Okay, die Pilze kann man auch so sammeln. Läuft. Geht mit ihren scheiß Bomben, das geht mir voll auf den Senkel. Wow, ich muss mal hier irgendwie. Hm.
Nähe dieser Bombe stehen, weil ihr habt ja gesehen, was die mit mir gemacht hat. Die hat mir ziemlich Aua gemacht. Muss ich nicht normal haben. Danke. Ah ja, Buch der Keramik. War auch erledigt. Sehr schön, sehr schön. Aber da steht gar keiner irgendwie. Der da eigentlich stehen sollte. Naja, wir gucken auf den Rückweg nochmal. Jetzt rotten wir erstmal alles aus. Obwohl, hier müssen wir eigentlich gar nicht so hin. Ja, doch, müssen wir noch irgendwie was umlegen. Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Was für ein Gegenstand? Alter, leck mich doch. Ja, mit den Blocken, das klappt nicht immer so gut. Bräuchten die eigentlich noch Pilze, ne? Gibt's die auch hier? Natürlich nicht. Ne, beseitigt Potter, ne? Okay, das können wir auch da hinten machen. Dann können wir nämlich erstmal doch da hinlatschen, wo wir eventuell hin müssen. Obwohl, das ist noch so ein Potthund. Leck mich! So, was haben wir hier? Scheiße. Brauchen wir diese gefräßige Wiederkappe auch? Jawohl. So, Kappe der gefräßigen Wiederkappe. Da ist noch so ein Pilzchen. Die brauchen wir nicht mehr sammeln, oder? Nö. Haben wir komplett. Aber hier sind überall diese Pilze. Sehr schön. Jetzt machen wir erstmal hier ein paar. Das war nur mal ein Test. Waren wir tot? Ich krieg ganz schön auf die Schnauze. Ah, solange wir noch ein bisschen Essen haben. Ansonsten, wir haben ja noch Tränke, die wir aufbrauchen können. Ne? Gut. Was haben wir denn eigentlich da in diesem kleinen Gebiet noch? Achso, die da. Muhahaha. Noch Fragen. Noch Fragen. Den Boss bin ich mir jetzt schon gar nicht mehr sicher, so. Ne? Danke. Wollen die eigentlich auch blühen? Achso, der hat den Aroma anvisiert. So. Haben wir? Schön! Das. Das tut weh, ja? So, die Quest haben wir fertig. Von dem brauchen wir noch gar keinen mehr, ne? Wir brauchen jetzt noch diese anderen Pilze. Oh ja, da wird mir jetzt fetter Boss sogar angezeigt, da oben.